Was geht, Leute? Einfach heute anscheinend eine nice Challenge für mich und ich bin mal gespannt, was es sein wird. Let's go! Was geht, Alpha? Ich hab gehört, du hast eine nice Challenge für mich. Was ist das für eine Challenge, die du hast? Du musst heute auf richtig viele kleine Kinder-YouTuber-Kinder aufpassen. Was? Ich muss auf YouTuber-Kinder aufpassen, aber ich bin doch gar kein Kindergärtner, Alpha. Moment, das ist nicht mein Problem. Komm jetzt mal mit. Ich zeig erstmal, wo das ist. Komm, folg mir. Okay, du zeigst mir, wo das ist. Hä? Oha. Warte mal. Warum muss ich so einen Job machen? Ich habe immer verschiedene Jobs für dich. Heute wird es halt so einer. Let's go. Let's go. Oh Leute, ich bin mal gespannt, wie der Job jetzt wird. Oh nein, einfach, das wird doch immer mega schwierig, glaube ich, oder? Kann sein, es ist mir richtig anstrengend auf jeden Fall. Warum willst du den Job nicht machen? Warum hast du da keine Lust drauf? Du weißt, ich habe viel zu tun, dies, das, ich muss gleich wieder los, ich muss auch ein paar Videoaufnahmen machen. Dein Ernst, Mann, und du drückst den Job einfach auf mich, aber warte mal, was bekomme ich für den Job? Ein paar Diamanten sind, nicht nur ein paar Stück, sondern richtig viele. Wirklich? Ich glaube wieder, dass du mich einfluggerst und ich am Ende gar nichts von dir bekomme. Dann gebe ich dir schon mal eine Anzahlung, okay? Okay, gib mir schon mal eine Anzahlung, sonst vertraue ich dir nicht. Du kriegst hier erstmal nur 4 Diamantblöcke. Oha, aber das ist schon mal eine gute Bezahlung, nur für einen Tag Arbeit da drin. Genau. Oha, sehr schön. Warte mal, ich rechne das mal um. Krass, 36 Diamanten. Okay, einfach, ich glaube, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber so schwierig könnt ihr nicht sagen, hey. Viel Spaß bei der Arbeit, Leute. Dein Ernst, Alpha? Du gehst einfach schon? Bye, bye. Leute, aber was sind hier für Kinder im Kindergarten? Hä, da ist ja ein Flo-Baby da vorne. Oha, wie krass, Mann. Das ist ja wirklich ein YouTuber-Kindergarten. Und hier ist ein Roman-Baby. Krass, Leute. Der ist gerade im Schlafraum, glaube ich, oder was es hier auch immer ist. Und da ist so ein Epic-Baby und ein Kater-Baby. Und die spielen gerade hier im Spielzimmer. Bis jetzt ist ja alles friedlich und ganz angenehm. Und hier ist ein Easy-Baby. Die spielt hier gerade alleine, auch in einem anderen Spielzimmer vom Kindergarten. Sehr schön. Bis jetzt ist alles ganz ruhig. Und ich glaube, das wird ein ganz entspannter Arbeitstag ohne Stress und ohne Probleme. Oh, da ist ja das Flo-Baby. Und was macht er da? Oh, will er mit mir spielen? Oha, ich glaube, der will mit mir mit dem Elefant spielen. Warte mal, ich nehme den mal kurz hoch. Und guck mal, hier ist der Elefant, Flo-Baby. Und sagt, da ist er. Und er freut sich. Oh nein, ich habe ihn aus dem Sinn gerade geboxt. Au, wow, jetzt rastet er richtig aus. Hilfe, au, au, au. Bitte, das tut mir leid, Flo-Baby. Es war keine Absicht. Oder jetzt ist er, glaube ich, echt sauer auf mich. Wie besänftige ich den? Ich glaube, ich brauche Süßigkeiten dafür, damit der jetzt wieder glücklich ist. Oh nein, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, ich bin so ein schlechter Kindergärtner, Leute. Ich kann es ja gar nicht. Und er randaliert hier ein bisschen. Hey, beruhig dich doch mal. Und er ist ja echt beleidigt. Warte mal, vielleicht finde ich hier was Süßes. Oh ja, da ist ja was. Hier ist ein Glas voller Süßigkeit. Wo bist du? Du darfst jetzt was rausnehmen, weil ich so gemein kurz zu dir war. Aber du darfst nur eins nehmen. Hä, was macht der? Der hat einfach das ganze Ding aufgegessen. Du kriegst Bauchschmerzen davon. Oh nein, Leute. Das ist gar nicht gut. Jetzt ist er auch hyperaktiv, weil er überzuckert ist. Bitte beruhig dich. Du brauchst, glaube ich, einen Mittagsschlaf. Das wäre wichtig für dich. Wow, das hat funktioniert. Der schläft jetzt einfach. Oha, ich glaub's ja gar nicht. Aber gerade hat jemand an der Tür geklingelt. Ich gehe mal zu schnell zur Tür raus. Ich rufe jetzt am besten mal Alpha an. Alpha, bist du dran? Ja. Alpha, hier sind Melonen vor meiner Tür. Was wollen die? Ich verstehe die nicht. Ich habe keine Melonen bestellt. Oh, warte mal, vielleicht sind es die, die Flo abholen. Flo, willst du mit denen mitgehen? Wollen die dich hier adoptieren oder mitnehmen? Und ja, ich glaube, das sind seine Eltern. Die müssen ja gar nicht adoptieren. Bestimmt sind das seine Eltern. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und Leute, dann wird er jetzt abgeholt. Das heißt, das erste Kind ist schon mal weg. Einfach, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Ente. Schon mal, Flo ist schon mal weg hier aus dem Kindergarten. Und jetzt sind auch die anderen Kiddies da. Ja, okay, einfach, dann lege ich wieder auf. Ich muss weiterarbeiten. Tschüss, viel Spaß bei der Arbeit. Danke, Alpha. Leute, ich habe gerade irgendwas umgeworfen gehört. Irgendwas passiert denn das Radau hier? Warte mal, da ist ja Baby Epic. Was hat er gemacht? Seht ihr das? Boah, stinkt das. Baby Epic, weg da. Hätte hättest du einfach was sagen müssen. Der musste aus Klo, hat es hier einfach an die Wand gemacht. Der hat mich sogar noch reingeschubst. Boah.
Wie eklig! Schnell weg! Ey, hör auf, Baby Epic! Sei nicht so frech! Au! Oh nein, es ist ja so schlimm, hier zu arbeiten! Ich mag das nicht wegmachen! Ich muss aber... Igitt, wie eklig ist das denn? Das stinkt ja total! Und das klebt einfach überall dran! Was ist das für ein schlimmer Job? Ich rufe jetzt Alpha und ich sag, dass ich aufhören möchte. Alpha, bist du dran? Hallo, Ende? Alpha, ich will den Job nicht mehr machen. Wie, du willst den nicht machen? Ich hab dich schon bezahlt. Du musst jetzt durchziehen. Ja, was wirklich ist? Es ist deine... Nein, und jetzt macht der einfach auf den Fußboden, Alpha. Es ist so schlimm hier. Wie, was ist los bei dir? Baby Epic hat einfach auf den Fußboden Pipi gemacht und gegen die Wand, ja, großes Geschäft gemacht, Mann. Das ist normal. Wie, das ist normal? Das ist ja so eklig und ich muss das auch noch wegputzen alles. Jette, aber dafür kriegst du vielleicht die Wand, das ist doch fair. Nein, jetzt zerlegt er den halben Kindergarten. Was soll das? Hör auf, Epic. Dafür kann ich nicht. Das ist dein Problem, glaube ich. Jetzt geht er wenigstens normal aufs Klo. Ganz gut. Soll ich mal die Tür zu? Okay, einfach, ich rufe dich später wieder an. Ich hätte dein Geld nicht annehmen sollen, dann hätte ich jetzt einfach hier abfatzen können. Kein Problem. Leute, warum habe ich diese Kohle von Alpha genommen? Das war die dümmste Entscheidung heute. Gar nicht gut, Mann. Ich habe gar keine Lust mehr auf diesen Job. So, ist der fertig? Was macht er denn? Der verteilt es hier wieder. Hör jetzt sofort auf, Baby Epic. Oh nein, Leute, hier stinkt es total. Das ist ja so ekelhaft hier drin. Mann, dass der sich nicht dafür schämt, was der hier verzapft. Also wirklich. Und hier stinkt es total. So, ich werf das jetzt da ins Klo rein. Hä? Der hat einfach Möbel hervorgestellt. Was macht der? Ich komme nicht aus der Tür raus. Hey, was ist der für ein Randalierer? Mach das sofort auf. Ich will nicht in der Stinketoilette eingeschlossen sein. Ey, langsam reicht es mir. So, warte mal. Ich rufe jetzt an, dass der abgeholt wird. Das wird mir mit dem hier auch zu bunt. Oder der muss sich jetzt hier gleich irgendwo hinsetzen. Auf die stille Treppe oder so. Weil der mir einfach zu viel... Bockmist verzapft. Wo steckt der jetzt? Ach, da ist er. So, Baby Epic, du bleibst jetzt stehen, okay? Du bekommst jetzt eine Strafe, wenn du noch weitermachst. Hör auf, bitte. Weil ich rufe jetzt nämlich deine Eltern an, dass du sofort abgeholt wirst. Mir reicht's mit dir. Ich glaube, das interessiert ihn überhaupt nicht. So, dann komm mal mit. Du setzt dich jetzt auf diesen Stuhl drauf und da bleibst du sitzen, bis du abgeholt wirst. Oh, der ist richtig bockig, Leute. Der ist mega sauer, aber ich... Ruf jetzt erstmal dem seine Eltern an. Let's go, dass die den holen und adoptieren wieder. So, Baby Epic, hier sind auch deine Eltern schon da. Du kannst jetzt mit denen mitgehen. So, ihr müsst ihn jetzt mitnehmen. Der macht mir viel zu viel Bockmist hier drin. So, nehmt ihn bitte mit nach Hause. Oh, ich glaube, der ist ja richtig beleidigt und die Eltern sind auch nicht so begeistert. Aber was willst du machen, wenn der so frech ist? Der macht sogar die Türen kaputt. Okay, jetzt reicht's mir aber. Ciao, weg mit dir. Boah, der hat mich jetzt echt... aus der Fassung gebracht. Aber was will ich machen? Ich muss mich jetzt ja doch schließlich um die anderen Kinder kümmern hier. So, jetzt schaue ich mal nach den anderen. Okay, das ist Baby Easy und der geht's anscheinend nicht so gut. Die sieht ja voll traurig aus, Baby Easy. Hast du Lust, dass wir rausgehen und ein bisschen spielen vielleicht auf den Spielplatz? Komm mit. Wir müssen die unbedingt aufmuntern, weil die ist so brav. Aber die sieht mega traurig aus. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Warte mal, wir können ja... Warte mal, Baby Easy müssen doch die anderen Kinder mitnehmen. Weil wir können die ja nicht alleine hier lassen, sondern das Baby Flo, den nehmen wir mit. Und dann noch Baby Kater müssen wir auch noch mitnehmen. Die kann natürlich auch nicht alleine hier drin bleiben, ohne meine Aufsicht. Dann let's go raus auf den Spielplatz. Das gefällt euch bestimmt allen. So, was wollt ihr jetzt erstmal? Wollt ihr den Sandkasten oder wollt ihr mit mir wippen? Oha, Leute, seht ihr das? Die haben da schon mega viel Spaß hier. Vor allem Easy, glaube ich, geht es hier richtig gut, Leute. Seht ihr das? Oh, die geht sogar hier in den Pool rein. Das ist eigentlich nicht mal so Poolwetter. Aber ich muss hier einfach nur chillen. Und jetzt ist mein Job wieder ganz entspannt. Aber jetzt habe ich einen Moment nicht hingeguckt. Und Baby Easy, komm da von dem Dach runter. Oh nein, dann dürfen die gar nicht hoch, weil die verletzt sich dann auch. Oh, nein, die ist runtergefallen. Gar nicht gut. Und jetzt weint die. Oh nein, ich glaube... Ihr Fuß geht nicht so gut. Ich muss schnell rein. Ich hole einen Verbandskasten, Leute. So, wo ist der Verbandskasten? Vielleicht da drin? So, jetzt habe ich alles für Erste Hilfe schnell. Oh, nein, 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 nein. Gar nicht gut, gar nicht gut. So, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Okay, warte mal. Und ich packe jetzt das dahin. Und jetzt heile ich dich damit. Let's go. Ist es besser? Oh, aber die weint immer noch. Also ist es anscheinend besser. Aber ich rufe dann jetzt wohl besser ihre Eltern an, dass sie jetzt sofort vorbeikommen.
weil ich glaube, für die ist ja das Abenteuer vorbei. Easy, deine Eltern sind da. Mit denen kannst du jetzt mit nach Hause gehen. Ich habe mich gut um ihre Tochter gekümmert und sie auch verarztet. Ihr geht's mir da wunderbar, aber es wäre vielleicht besser, wenn sie jetzt mit ihr nach Hause geht. Ciao. So, warte mal, jetzt rufe ich Alpha wieder an. Alpha, was geht, Bro? Was geht, Bro? Ich habe nur noch 2 Kiddies da. Und... warte mal, jetzt habe ich mich schon gut darum gekümmert. Die wurden fast alle abgeholt. Nur noch 2 Stück sind hier. Als ob, nein. Baby Flo und Baby Carter. Richtig gute Arbeit. Ja, Mann. Und warte mal, ich glaube, da kommt jemand. Oh nein, und Baby Carter weint jetzt einfach, weil es waren ihre Eltern und sie muss nach Hause. Sie möchte aber noch hier bleiben und spielen. Das ist gar nicht schön, Leute. Ja, wir können dann jemand anders spielen. Aber du musst jetzt auch nach Hause zu deinen Eltern gehen. Das ist mega wichtig. Doch, 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 da gehörst du hin. Glaub mir das. Weil wir machen ja auch bald zu. Es wurden schon fast alle Kinder abgeholt. Es tut mir leid. Oh, das tut mir auch voll leid. Ey, die ist ja voll traurig. Oh nein, aber die muss jetzt nach Hause gehen. Dann habe ich jetzt nur noch Baby Roman da. Ich hoffe, dass der nichts mehr anstellt in der Zeit, wenn er hier jetzt der Letzte ist. Aber mal schauen, wie es wird. So, auf was hast du noch Lust, Baby Roman? Du bist der Letzte hier. Ich hoffe, dass du vielleicht auch mal abgeholt hast. Hä? Was hat der da in der Hand? Warte mal, was macht er da? Was möchte dich hier verzapfen? Nein, 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 das ist TNT. Nein, nein, weg damit. Oh, der hatte das fast umgelegt, den Hebel. Das war knapp. Warum hat er sowas dabei? Das ist nichts für Kinder in deinem Alter, Roman. Leg das weg. Nein, hör auf. Der hat sogar voll viele Hebel dabei. Was soll denn das? Wer hat ihm die da mitgegeben? Ich habe Angst, dass sie alles in die Luft jagt, weil dann bekomme ich kein Geld mehr von Alpha. Nein, oh nein, jetzt habe ich... Nein, nein, oh, das war noch knapper. Hörst du jetzt auf damit? Ich kann mich einfach nicht durchsetzen. Ah, und jetzt boxt er mich sogar. Nein, 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 der platziert immer mehr. Es wird immer schwerer, das TNT abzumachen. Nein, die Tür ist zu. Komm bitte nicht, nicht, nicht. Der darf das TNT nicht auslösen. Oh, knapp, knapp, knapp. Er hat es nicht geschafft. Muss ihm alles TNT abluchsen, dass er damit aufhört. Nein, nein, nein. Jetzt hat er noch ein Feuerzeug. Oh, ich muss ja auch auf den aufpassen. Der zündet sich selber an und den ganzen Kindergarten. Das ist nicht gut. Ich brauche schnell Wasser, um den zu löschen. Leute, Wasser, Wasser. Nein, oh nein, schnell Wasser. Okay, ich lösche dich jetzt. So. Ich habe das Feuer gelöscht. Ich habe mich selber angezündet. Er macht doch aus mir Ente süß sauer. Hör auf, nein. Hör auf, den Kindergarten abzufackeln. So, ich platziere jetzt überall Wasser. Ey, der ist ja so schlimm. Nein, nein, nein. Aus damit. Aus, aus, aus. Hör auf, Roman. Ich will, dass der abgeholt wird. Oh nein, das war knapp mit dem 10C. Das wäre fast in die Luft gegangen. Ich habe langsam auch keine Luft mehr. Und jetzt läuft er einfach davor und bleib stehen. Nein, der darf nicht weglaufen. Hey, bleib stehen. Ich schnapp mir den jetzt. Nein, dann mach hier nichts kaputt. Komm wieder zurück in den Kindergarten. Ne? Alpha, hallo, bist du am Telefon? Ja. Alpha, Baby Roman ist ausgerastet und rennt hier draußen rum und fackelt alles ab. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Ruf schnell deine Eltern. Ja, mach ich. Okay, ich ruf dir an. Let's go. So, Roman, das sind deine Eltern. Bitte geh mit denen mit. Ich will Feierabend für heute haben. Nein, 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 nein. Ah, die machen nicht mal was, die Eltern. Der macht das mir endlich süß sauer. Hilfe. Hoffentlich geht jetzt mal, sonst werde ich hier richtig gegrillt, Leute. Oh nein, er geht. Jetzt zieht er nicht ab. So, dann ruf ich jetzt Alpha nochmal zum letzten Mal an. Alpha, bist du dran? Gente, Bro, was los? Komm vorbei und gib mir meinen Lohn. Alle Kinder wurden abgeholt und ich bin fertig für heute. Ich kann nicht mehr. Moment, hä? Ja, was denn? Meine Bank sagt gerade, ich habe nicht genug Geld drauf liegen. Das kann nicht sein, Alpha. Du musst mir mein Geld geben. Das schuldest du mir. Alpha, da vorne bist du. Hier versteckst du dich. Warte, ich habe noch ein bisschen Diamanten für dich, aber damit sollst du nicht zufrieden gehen, Mensch. Ich gebe dir später den Rest, okay? Weißt du, was ich durchgemacht habe den ganzen Tag für so wenig Diamanten? Komm her, Alpha. Ich habe keine Zeit. Ich muss weitergehen. Tschüss. Nein. Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Schaut mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao.